So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, bis ich mich dazu nochmal äußere, bin aber nochmal drum gebeten worden. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen drei Beispiele ansprechen oder vielleicht vier, in denen Influencer versus Naturschutz ein Stück weit stattgefunden hat. Und am Schluss können wir uns dann nochmal ein bisschen über die Gemeinsamkeiten bzw. Muster solcher Aktionen generell unterhalten und ein bisschen die Frage stellen, wo ist da das Problem und was könnte man potenziell dagegen tun. Und ja, das machen wir jetzt so ein bisschen. Vorneweg, hier wird niemand zur Schnecke gemacht, also bitte auch nicht in den Kommentaren. Und ich versuche das Ganze super, super sachlich zu halten und möchte vielleicht nochmal darauf hinweisen, weil aus aktuellem Anlass... Gut. Jedenfalls, wir machen drei Beispiele und diskutieren dann halt so ein paar allgemeine Gemeinsamkeiten, die eben Influencer in der Natur möglicherweise gegen die Natur aufbringen könnte. Also die Natur gegen die Influencer oder umgekehrt oder was auch immer. Jedenfalls, Beispiel Nummer eins ist ein persönliches. Fangen wir damit an, das werdet ihr nicht kennen, weil es ist wie gesagt ein persönliches. Es war einmal ein Förster und ein paar junge Freunde besagten Försters, die der Meinung waren, das ist doch eine gute Idee sei, eine Schwarzwaldhütte, ohne nähere Angaben, wo die ist, irgendwo auf den Hochlagen des Schwarzwaldes ein bisschen herzurichten, dass man da drin auch übernachten kann und sogar drin kochen kann. Und das ist dann passiert, indem man eben eine vorhandene Hütte genommen hat, die eigentlich immer abgeschlossen war. Man hat den Schlüssel bekommen, man hat sie aufgeschlossen, man hat sie innen ein wenig aufgeräumt und man hat Tische, Bänke, also was heißt ein Tisch und eine Bank, ein paar Stühlchen, es ist ein kleine Hütte, ja, also nichts, wo viele Leute reinpassen, und noch ein paar andere Sitzgelegenheiten hineingebracht. Man hat ein paar Regale an der Wand angebracht. Man hat einen Kanonenofen aufgestellt, schön alter Schule, wo du unten Feuerle drauf machst und dann hast du oben eine Herdplatte sozusagen und beheizt damit gleichzeitig die Hütte. Man hat den Dachboden zum Schlafboden ausgebaut und dann noch eine schöne Treppe installiert, damit man eben auf den Schlafboden auch gut gelangen kann. So, soweit, so gut. Als das Projekt fertig war, gab es dann die ersten Eingeweihten, die in dieser Hütte eben gerne Zeit verbracht haben. Das wurden dann irgendwann ein paar mehr Eingeweihte und dann nochmal ein paar mehr. Aber alles ging gut. Das Inventar der Hütte hat sich immer stetig vergrößert. Es kam immer wieder mal noch ein netter Gegenstand hinzu, den irgendjemand als Spende für die Hütte dagelassen hatte. Es gab dann mal ein paar Tassen, dann gab es irgendwann mal ein bisschen Geschirr. Dann war dann auf einmal eine schöne Bratpfanne, eine Gusseiserne da, ein entsprechender Kochtopf und ein paar Lebensmittelvorräte, also einfache Dinge, die nicht verderben. Reis oder sowas, immer schön auf dem Regal, wo die Mäuse nicht rankommen, gelagert und solche Sachen. War also wirklich ein toller Ort, ein wirklich super schöner Ort, auch in toller Umgebung. Da weit und breit ist da gar nichts. Da führt auch kein großer Wanderweg vorbei, keine nennenswert befahrene Vorstraße führt da vorbei. Das war wirklich mitten im Nirgendwo und hat vor allen Dingen ermöglicht, auch im Winter da oben im Tiefschnee, und der ist bis heute durchaus einigermaßen tief, wenn da mal welcher da ist, wunderbare Winternächte bei zweistelligen Minustemperaturen zu verbringen. Ja? Und das hat gekostet nichts und war toll. So, und eines Tages, um zum Punkt zu kommen, kam der damals relativ bedeutende Influencer, viel kleiner als die Outdoor-Influencer, die großen heute sind. Ja, da muss ich mich kurz selber zensieren, weil ich habe jetzt nochmal ausführlich gesucht und doch nochmal Hinweise gefunden, die man mit den Infos, die ich ursprünglich im Wald erzählt hatte, vielleicht verwenden kann, um möglicherweise rauszufinden, wo diese Hütte ist. Und drum schneide ich hier jetzt noch ein kleines Stückchen raus und ergänze dann nochmal per Voice-Over, was dann an Info noch fehlt, aber halt eben anonymisiert, damit man wirklich nicht rausfinden kann, um welche Hütte es sich handelt. Ne? Es war nämlich so, dass besagter Influencer, den ich jetzt doch nicht per Namen nennen möchte, weil sonst findet man ja die alten Videos, die gibt es nämlich doch noch. Dachte zuerst, die gäbe es nicht mehr. Der hat sich Mühe gegeben, da alle Hinweise rauszulöschen scheinbar. Also man findet nichts Offensichtliches. Aber ich möchte das Risiko so gering wie möglich halten und daher überhaupt kein Bildmaterial zur Hütte einblenden oder eben euch einen Tipp geben, wo ihr Bildmaterial zur Hütte finden könntet, für den Fall, dass ihr da Böses vorhabt. Das ist wirklich so, dass dieser Ort nur durch Nichtbekanntsein erhalten bleiben kann. Aber mehr dazu jetzt dann gleich mit dem Ben vor Ort. Jedenfalls war in dieser Videoreihe, auch wenn er sich bemüht hat, nicht zu sagen, wo er da genau ist, dann halt doch irgendwie... Piep!
Also Zensurgeräusch, ne? Und wenn man die Hütte damals gegoogelt hat, den Namen, dann hat man sie auch gefunden. Und das führte dazu, dass dann einige Leute eben auf die Idee gekommen sind, boah, zu der Hütte will ich auch, und sich Piep. im Hüttenbuch verewigt haben, nur dummerweise Idioten waren, wahrscheinlich auch junge Idioten. Das ändert jetzt aber am Resultat nicht viel, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist, dass man Idiot ist, wenn man jung ist, wie auch immer. Jedenfalls haben sie, weil sie zu doof waren, um im Winter Feuerholz zu finden, das man auch hätte anzünden können, haben sie sich nur damit zu helfen gewusst und das als ihr natürliches Recht verstanden, weil ja die Betreiber der Hütte so blöd sind, dass sie hier kein Feuerholz deponieren für sie, die jetzt kommen, um hier Party zu machen, haben sie die Inneneinrichtung verheizt. Und damit war die Hütte etwas weniger schön. Unter anderem die Leiter, die zum Dachboden geführt hat, wurde verheizt. Und ja, das hat alles insgesamt so ein bisschen, sage ich mal, negative Konsequenzen gehabt. Und nach war dann dieser magische Ort, wo man wunderbar als Eingeweihter derjenigen wenigen, die eben wussten, wo diese Hütte lag, da die Natur genießen konnte, war dann dahin, weil es einfach dann irgendwann zu viele Leute rausgefunden haben. Es war noch gut, es waren schon vorher viele Leute da. Ja, die Hütte war wirklich von ganz vielen Leuten bekannt und da kamen interessante, komische Gestalten vorbei. Und ich habe da auch einige komische Gestalten, inklusive ich selber bin ja auch eine, getroffen, aber man hat sich immer wunderbar verstanden und hat da gemeinsam dann eben an der Hütte genächtigt und an der Hütte gelebt und mal mehr, mal weniger miteinander zu tun gehabt, aber es war einfach immer alles gut, niemand hat Müll liegen gelassen, niemand hat Mist gebaut, niemand hat Lautsprecher auf laut gestellt, es war immer ein friedliches und schönes Miteinander, aber diese Atmosphäre ist dann halt nach und nach immer mehr verloren gegangen, weil halt dann doch immer mehr, doch auch die Falschen die Hütte kennen gelernt haben und es dann langsam da einfach auch sehr voll wurde. Über sehr voll kann man sich jetzt nur schwer beschweren. Wenn man selber auch da ist, macht man es nur noch schlimmer. Daher finde ich es immer paradox, wenn man sagt, hier sind zu viele Leute, aber du bist ja auch da. Du machst es ja schlimmer. Aber letzten Endes ändert es nichts daran, dass bei Überfüllung solche Orte dann doch irgendwann sehr an ihrer Attraktivität ein wenig einbußen und so auch eben bei dieser Hütte geschehen. Und ausgelöst wurde eben der große One auf die Hütte durch Social Media Präsenz. Ne? Das ist schon eine ganze Weile her, also mindestens die ersten Verfallserscheinungen der Hütte sind mindestens 8 Jahre her, würde ich behaupten wollen. Heute kannst du da mehr oder weniger nicht mehr wirklich hin. Es kümmert sich auch keiner mehr um die Hütte und also angeblich soll sie jetzt auch wieder abgeschlossen sein und sich damit das ganze Spielchen sowieso erledigt haben. Angeblich, aber ich weiß es nicht, ich war auch schon eine Weile nicht mehr da. Irgendwann gehe ich mal wieder gucken. Egal. Ich habe übrigens selber auch, als ich das erste Mal da war, die Kamera gezückt und wollte schon, oh, hier voll die krasse Hütte und so weiter und so fort, hatte mir auch vorgenommen, mich zu verraten, wo die ist, aber habe dann im Hüttenbuch gelesen, die Namen von diversen anderen ja, Influencer-Kollegen gewissermaßen, die da vor mir offensichtlich schon verraten haben, wo die Hütte ist, und habe dann ganz schnell alles wieder gelöscht, was ich zu diesem Zeitpunkt gedreht habe, und habe nie irgendein Piep zu dieser Hütte veröffentlicht, außer die Tatsache, dass sie existiert und im Schwarzwald liegt, wie ich es jetzt gerade verraten habe, ne? Ja, damit ging das aus meiner Sicht los und ich habe dann angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren, was für interessante andere Fälle es denn da noch so geben könnte, wo eben die Bekanntheit, zu große Bekanntheit durch Internetpräsenz sozusagen zu Problemen geführt hat. Und das bringt uns zum zweiten Beispiel, nämlich dem Königssee in Bayern. Der liegt im Nationalpark Berchtesgaden oder zumindest anteilig liegt er da drin und hat auf der, ja, je nachdem aus welcher Seite man kommt, ne, auf der Rückseite in Anführungszeichen einen schönen Wasserfall. Und oberhalb von diesem schönen Wasserfall gibt es zu erreichen über einen ansonsten relativ gut erreichbaren Aussichtspunkt, über einen schmalen, eigentlich gar nicht existieren dürfenden Pfad, kann man da ein paar Gumpen erreichen. Und Gumpen sind vom Wasserfall gebildete Whirlpool-artige Austiefungen im Fels, die häufig entweder direkt vom Wasserfall gebildet werden, die sich aber auch gerne vorm Abfall des Wasserfalls bilden. Das heißt, das Wasser sammelt sich in der Gumpe, um dann über die Kante zu fließen und den Berg runterzufallen, was ein Wasserfall halt nun mal so tut. So, und das erzeugt natürlich eine nahezu 90 Grad Abfallkante nach unten und damit entsprechend ein Panorama, wenn man sich an dieser Abfallkante befindet, auf den Königssee, wenn der Wasserfall da reinfließt. So, und da kam vor inzwischen auch schon einigen Jahren mal eine Besitzerin von zwei plus minus attraktiven Backen auf die
Idee, ihre Backen in Szene zu setzen, indem sie sie mit Bademode bedeckt in dieser Gumpe zur Schau stellt. So, und das Resultat war dann ein ästhetisch durchaus ansprechendes Foto, vermutlich mit 28 Instagram-Filtern drüber, weiß ich nicht. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass gute Fotos nur ein Minimum an digitaler Nachbereitung enthalten sollten, aber das ist eigenes persönliches Gutdünken und tatsächlich noch das Wissen um die Bedienung einer Kamera, wo man Belichtungszeit, ISO, Belichtungszeit, Blende und so ein Zeug manuell bzw. halb manuell und so weiter und so fort einstellen muss. Ist meine persönliche Empfindung, aber das ist Kunst und darüber kann man sich bekanntermaßen wunderbar streiten. Fotografie ist Kunst, darauf können wir uns hoffentlich einigen. Egal. Jedenfalls hat sie damit die ersten Nachahmungstäter erzeugt und das ist jetzt zwar eigentlich alles nur ein Beispiel, aber genau das gleiche ist passiert an der Trollzunge in Norwegen. Zu beiden gibt es übrigens Beispielbilder, die ich euch hier so näher oder weniger einblende. Das sieht als Foto beeindruckend aus und offensichtlich gibt es einen Haufen Menschen auf der Welt, nicht nur in Norwegen selber, das sind ganz häufig Touristen aus dem Ausland, sehr viele Deutsche natürlich auch, Deutsche gibt es ja überall bekanntermaßen, auch in Deutschland, aber auch überall sonst und die da eben unbedingt dieses Foto, genau das gleiche Foto haben wollen. Du bist auch kein toller Fotograf, wenn du dich da hinstellst und ein Panorama aufnimmst, das 7538 Millionen Leute vor dir auch schon genau so aufgenommen haben, mit dem kleinen Unterschied, dass die Person im Bild als landschaftsverschandelnder oder anreichernder Bestandteil, das liegt jetzt nicht daran, dass die Personen unattraktiv oder attraktiv sind, sondern das liegt an der inneren Einstellung, ob man eine Naturlandschaft schöner findet, wenn ein Mensch drin steht oder eher ohne Mensch lieber mag. Ich gehöre zu letzterer Gruppe. Deswegen finde ich es immer verschandelnd, wenn man eine Person auf die Trollzunge stellt. Wie auch immer, jedenfalls müssen viele Leute offensichtlich ein Bild haben von sich selbst, wie sie auf der Trollzunge stehen. Und um dieses Bild zu bekommen, steht man derzeit etwa 6 Stunden an. Damit alle anderen, die da sich auch an der Trollzunge befinden, eben auch die Chance auf dieses furchtbare Foto haben. Furchtbar, weil eben das Ganze drumherum und so weiter und so fort. Das Foto ist schon ästhetisch anspruchsvoll und auch ansprechend. Aber eben das Ganze drumherum macht das furchtbar, meiner Meinung nach. Wie auch immer, jedenfalls 6 Stunden anstehen. Die anderen Anstehenden müssen so weit Abstand halten, dass derjenige, der das Foto macht, auf dem großen X, auf das man sich stellen muss, um das Foto zu machen, und die Person, die halt eben das Objekt im Foto sozusagen darstellt, an die andere Position, dann wird das Bild geknipst und dann dauert das circa 1-2 Minuten, dann wird gewechselt und der nächste darf sein Foto machen. Dann wird wieder gewechselt und dass man da trotzdem 6 Stunden anstehen muss, obwohl so ein Foto jeweils nur ein paar Minuten dauert, spricht für die Menge an Menschen, die da eben anstehen, um da so ein Foto zu machen. Das gilt natürlich jetzt nur fürs Wochenende, es mag Tage geben, wenn man überhaupt nichts sieht und komplett alles im Nebel ist, an dem der Andrang an dieser Stelle vielleicht etwas geringer ist. So, zurück zum Königssee. Unsere Backenträgerin hat jedenfalls jetzt dazu geführt, dass da immer mehr hingepilgert sind, um ihre Backen auch in der entsprechenden Gumpe zu präsentieren. Die Qualität der Backen schwankt ein wenig, was aber auch unerheblich ist, weil meiner Meinung nach ist auch dieses Foto ohne Backen drin eigentlich schöner. Und es wäre vom Fotografischen her, der Erste, der das Bild gemacht hat, dem wäre Lob und Anerkennung auszusprechen gewesen, weil es schon irgendwie die Naturfoto-Community bereichert, dass so ein Bild existiert. Insbesondere, wenn keine Sau weiß, wo es exakt aufgenommen ist und wie man da hinkommt. Dummerweise hat Backenträgerin Nummer 1 das Ganze geo-getaggt, wie man das heutzutage sagt, und GPS-Koordinaten veröffentlicht, die eben genau erklären, wo exakt das aufgenommen ist. Und kurze Zeit darauf kamen halt also die ersten Nachahmungstäter, die dahin wollten, um eben auch dieses Bild, wie gesagt, mit den eigenen Backen in der Gumpe haben zu wollen. Und das wurden dann irgendwann viele. Und es wurden mehr und mehr und es kamen auch die ersten, die eigentlich keinerlei Qualifikation haben, einen schmalen, nicht ausgebauten Bergtrampelfahrt bei gegebenenfalls gar nicht mal ganz so optimalem Wetter zu einer durchaus glitschigen, schwierigen Stelle, wo man durchaus abrutschen kann und in die Tiefe stürzen kann, da unbedingt Fotos machen zu wollen. Was dazu geführt hat, dass die natürliche Selektion, jetzt bin ich jetzt böse, aber das bin ich in diesem Zusammenhang einfach, weil irgendwo hört es dann bei mir mit Empathie einfach auf. Da gibt es Grenzen. Und ja, 2 junge Männer haben sich bei dem Versuch, da eben ein Foto zu machen, umgebracht. Beziehungsweise
waren halt nicht in der Lage, in dieser Situation vernünftig klarzukommen. Vielleicht hatten sie auch einfach nur Pech. Und selbstverständlich ist das tragisch für alle, die sie persönlich kannten und sie vermissen werden. Aber das Phänomen als solches, dass ein Death-Selfie aufgenommen wurde, ist nichts Neues. Und das geht tatsächlich um die Welt. Oder Defi oder irgendwie, da gibt es auch irgendeinen bestimmten Namen dafür, beim Versuch, ein Selfie bei irgendeiner krassen Position zu machen, ums Leben gekommen zu sein. Wie auch immer, das war Konsequenz Nummer 1. Konsequenz Nummer 2 ist, dass jetzt ein Trampelpfad, und zwar ein ordentlich ausgetrampelter Trampelpfad, durch vorher völlig unberührte, und zwar eine der ganz wenigen letzten völlig unberührten Bereiche der Natur führt. Insbesondere Steilhänge, insbesondere in den Alpen, sind tatsächlich auch die einzigen Positionen in den zumindest deutschen, also bayerischen, Alpen, an denen wir noch völlig unberührte Natur vorfinden. Das heißt, jeder Quadratmeter der ganz bisschen letzten komplett unberührten Natur, da könnte es Menschen geben, zu denen gehöre ich, die der Meinung sind, dass es vielleicht ganz gut ist, dass es diese paar letzten Quadratmeter unberührte Natur möglicherweise noch gibt. Und Menschen wie ich oder andere, die diese Meinung teilen, könnten dann der Meinung sein, dass ein Trampelpfad, der durch dieses letzte bisschen unberührte Natur hindurchführt, eine Verschlechterung des Gesamtzustands darstellt. Ja? Aber gut, das ist letzten Endes nur eine Meinung. Objektiv naturwissenschaftlich betrachtet ist so ein Trampelpfad eine Erosionsrinne. Insbesondere an einem Karsthang kann das zu massiven Erosionsereignissen führen. Das kann die komplette Struktur dieser Gumpenlandschaft theoretisch wirklich verändern, wenn bei Starkniederschlagsereignissen das Wasser anders abfließt, der Kalk anders abgeschliffen wird und wir eben eine vollständig neue Erosionsrinne bekommen, die eben die ganze Struktur der Landschaft, ich habe es ja gerade gesagt, verändern könnte. Das wäre alles vorstellbar, wäre nicht das erste Beispiel, wo sowas passiert ist, letzten Endes eigentlich nur durch einen Trampelpfad. Trampelpfade, wenn man sie ausreichend intensiv austrampelt, werden irgendwann zu richtigen Pisten. Wer mal den Kungsleden gelaufen ist oder den West Highland Way oder sucht euch irgendeinen beliebten großen Fernwanderweg in weitgehend in zivilisationsfernen Gebieten raus, einen großen, beliebten Weitwanderweg, ne? Dann werdet ihr feststellen, dass die zumindest abschnittsweise nicht aus einem Trampelpfad, sondern aus 28 Trampelpfaden bestehen, weil der eine erste Trampelpfad, der ursprünglich mal als Weg konzipiert gewesen ist und als solcher auch veröffentlicht und beworben wurde, dass der halt irgendwann so tief eingetrampelt war, dass beim schlechten Wetter, das in der Natur hin und wieder mal vorkommt, er dann halt überschwemmt war und man hätte im Bach gehen müssen. Und da keiner Lust hat, im Bach zu gehen, auf Dauer läuft man halt links neben dem Pfad. Und wenn das die 324 Leute am gleichen Tag hinter dir auch so machen, dann ist schwuppdiwupp neben dem ursprünglichen Pfad ein zweiter Pfad entstanden. Der wird irgendwann auch tief, der ist irgendwann auch ein Bach und es entsteht Pfad Nummer 3. Und dann geht das Spielchen immer so weiter und irgendwann hat man eine ganze Piste aus verschiedenen 30-40 cm breiten Trampelfaden, die im Abstand von 30-40 cm zueinander irgendwann fast schon Autobahn, also je nachdem, wo man unterwegs ist, autobahnbreite Trassen bilden, obwohl da letzten Endes nur ein paar Leute zu Fuß gegangen sind, weil sie die Natur erleben wollten, weil sie die Idee hatten, dass die Natur, da wo alle hingehen, um die Natur zu erleben, noch vorhanden ist. Ja? So, und hier müssen wir kurz innehalten und uns die Frage stellen, ob das jetzt schlimm ist, dass es da Trampelpfade gibt und dass die immer breiter werden. Und da muss man sagen, naturschutzfachlich meistens erstmal nicht, ne, weil das sind wirklich nur dünne Pfade. Der Boden ist da zwar so ein kleines bisschen verwundet, könnte auch ein wenig auserodieren, aber was allzu Schlimmes passiert da nicht. Und selbst wenn wir, zumindest in der flachen Landschaft, am Hang sieht es ein bisschen anders aus, da kann der halbe Hang mit runterkommen, wenn erstmal eine Erosionsrinne geschaffen ist. Aber in der flachen Landschaft sind solche Pfade eigentlich kaum schlimm, weil eben kaum Fläche betroffen ist, ne? Ist der Pfad an sich. Außerdem werden sie gerne von Tieren adaptiert, wenn das für die interessant ist, und die laufen auch drauf rum. Also kann man dann ein Stück weit sogar sagen, hat man den Tieren wohl möglich ein Stück weit was Gutes getan. Auch hier muss man jetzt natürlich wieder diskutieren, braucht das Tier überhaupt Hilfe und ist es überhaupt noch ein reines Wildtier, wenn es Hilfe bekommen hat?
Aber im Regelfall würde ich jetzt mal sagen, der Pfad an sich ist so gut wie nie ein Problem. Wie gesagt, Ausnahme Steilhang, insbesondere im Carbonatgestein, zum Beispiel am Königssee, ne? Bei den Gumpen. So, emotional können solche Pfade allerdings schon nerven, wenn du das Gefühl hast, hier durch unberührte Wildnis zu daggeln und Wert darauf legst, dass der eine Pfad, der durch diese Wildnis führt, halt tatsächlich nur der eine Pfad ist. Und du dir Mühe gibst, keine zusätzlichen Pfade zu erzeugen, dadurch, dass du da rumläufst, dann kannst dich schon nerven und dein Naturerlebnis stören, wenn halt zigtausend Nebenpfade noch existieren, ja, schlimmstenfalls. Das ist aber individuell. Ja. Manche Leute wird das auch egal sein. So, problematisch wird es aber in jedem Fall, wenn es viele Pfade gibt und viele Leute sie nehmen, was ohne die Pfade vielleicht gar nicht passiert wäre. Das Vorhandensein eines Pfades führt zwangsläufig irgendwann dazu, dass da auch jemand langläuft. Es gibt einige Beispiele für Naturschutzgebiete in Deutschland, die einen offiziellen Weg haben, der da durchführt, plus einen Haufen Trampelpfade, die nie offiziell geplant waren, die natürlich schon mal irgendwann angelegt wurden von irgendwem, der der Meinung war, da mal lang gehen zu müssen, und dann kam der nächste, der da lang gehen musste, und dann kam noch mal einer, und heute wirst du diese Pfade nie wieder los, wenn du sie nicht aktiv sperrst. Und ja, das ist quasi die einzige Möglichkeit geworden, so, das ist auch die einzige Sache, die man letzten Endes am Königssee noch tun konnte, um eben das weitere Rumstapfen im Nirgendwo von großen Menschenmassen wohlgemerkt, also vergleichsweise großen Menschenmassen, zu verhindern. Übrigens, es reichen schon 5, 6, 7 Leute, die auf einem unbefestigten Pfad rumlatschen, dass der sehr schnell verstetigt wird und dann Jahrzehnte braucht, um wieder zuzuwachsen. Insbesondere in Landschaften, in denen das eben langsam dauert, wie die Beispiele aus Schweden, die wir gerade eingeblendet hatten, oder ja, Berghänge in den Alpen. Daher, ja, so ein Stück weit schlimm kann so ein Pfad schon sein. Es ist halt der Beginn. Und wenn das wirklich dann ein etablierter Weg an einen Ort, wo man keinen Weg hin haben sollte, wo keiner hingehen sollte, wird, kriegst du die Leute halt nur noch sehr, sehr schwer davon abgehalten, dann auch hinzugehen, wodurch dann eine ständige Störung auch der dort lebenden Tiere erfolgt. Und ja, inwiefern das jetzt wiederum schlimm ist, das kommt darauf an, wie selten die Tiere sind, die da leben, ne? Und das führt letzten Endes jetzt aber wieder zu einem ganz, ganz großen Paradoxon, dass man nämlich, wie zum Beispiel Fritz Meinecke, wenn er das Bedürfnis hat, in die unberührte Natur zu kommen, ohne gleich groß ins Ausland oder sonst wohin fahren zu müssen, halt an einen Ort gehen muss, an dem die Chance, dass da andere Leute auch schon in der Natur gewesen sind, relativ gering sind. Ja, die Chancen, dass das so ist. Das kann ich menschlich absolut nachvollziehen. Aber das Problem ist, wenn dann der Erste, nämlich Fritz in diesem konkreten Beispiel, da ist, ist die Natur halt schon nicht mehr unberührt. Wenn Fritz jetzt wieder geht und niemand je erfährt, dass er da gewesen ist, wird es die Natur auch sehr schnell wieder vergessen haben sozusagen und nichts ist passiert. Wenn Fritz jetzt hingegen ein Video macht und sich die Geogesser-Community, die im Übrigen auch schon rausgefunden hat, war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, wo Staffel 4 von Seven vs. Wild stattfinden wird, noch bevor überhaupt Staffel 4 von Seven vs. Wild angekündigt war, beziehungsweise wo Staffel 4 von Seven vs. Wild stattgefunden hat, formulieren wir es eher so, die scheint nämlich schon sehr wahrscheinlich abgedreht zu sein. Also ich will da gar nicht so sehr mitspekulieren, aber das scheint mir schon ziemlich offensichtlich. Wie auch immer, jedenfalls, die sind verdammt gut, die Leute im Umfeld von Meinecke, im Rausfinden, wo sich Fritz Meinecke gerade rumtreibt. Und mal abgesehen davon, dass sich das wahrscheinlich ziemlich anpisst, Fritz, was ich nachvollziehen kann, würde ich behaupten wollen, dass das halt eben auch sehr schnell dazu führen kann, dass man dann halt eben gegebenenfalls als großer Meinecke-Jünger auch auf die Idee kommen könnte, dann halt unbedingt dahin zu wollen, wo der Fritz ist. Und der Fritz hat in der Vergangenheit immer mal wieder berichtet, dass er dann halt auch, als er eine Zeit lang im Auto gelebt hat, halt nirgendwo parken konnte, ohne dass es geklopft hat, weil irgendwer nachts um 3 unbedingt ein Selfie mit dem Fritz haben wollte und wissen wollte, ob er denn tatsächlich der Fritz ist. Nur einfach, um die Frage zu stellen: Bist du der Fritz? Oh, du bist der Fritz. Und danach nichts Nennenswertes mehr zur Diskussion beitragen zu können. Das ist ein Phänomen, das selbst mir, und ich bin ja deutlich kleiner, auch schon 2, 3 Mal passiert ist. Das ist in meinem Fall jetzt auch nicht weiter schlimm und mich hat auch noch keiner nachts angequasselt, aber prominentesten ist selbst für mich als kleinen Popel-Influencer der Fall in Grönland gewesen, auf der Hälfte der Strecke, also wirklich so weit weg von der Zivilisation, wie man, solange man noch auf halbwegs ausgeschilderten Wanderwegen in Grönland überhaupt irgendwie rumlaufen kann.
kann und so weit weg, wie man überhaupt nur sein kann, von der nächsten Ortschaft, in einer Hütte wohlgemerkt, also jetzt nicht irgendwo mitten im Nirgendwo auf dem Zeltplatz, sondern schon in einer Hütte, die Tür aufgeht, jemand reinkommt und nach kurzer Begrüßung die Kinnlade herunterfällt, der Ben! Und ja, das war lustig und hinterher auch durchaus schön und wir haben uns gefreut, euch kennengelernt zu haben und war alles super, aber es ist einfach ein interessantes Beispiel dafür, wie schnell das gehen kann, dass eben eine gewisse Internetpräsenz, und meine ist ja erheblich kleiner als die von Fritz, zu ja, Phänomenen, mit denen man vielleicht so nicht rechnet, führen kann. Ja? Und ich hatte sogar auch schon mal eine Begegnung, wo mein Gegenüber auch wirklich völlig perplex davon war, mir tatsächlich begegnet zu sein und mit der Situation nicht so wirklich klargekommen ist. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, für die Älteren von uns Michael Jackson-Fans auf Michael Jackson-Konzerten, für die Jüngeren von uns Swifties auf Taylor Swift-Konzerten, was das für Emotionen und teilweise Eigenartigkeiten auslösen kann mit dem großen Social Media oder Musik oder was auch immer, Idol tatsächlich mal in Berührung zu kommen. Und wenn selbst mir kleinen Popel-Influencer sowas schon so ein bisschen in diese Richtung passiert, dann könnte ich mir vorstellen, und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine mit, dass das bei großen Influencern wie Fritz Meinecke nochmal ganz andere Züge möglicherweise annehmen kann. Aber zurück zum Königssee und den damit verbundenen Gumpen, denn da hat sich dann die Nationalparkverwaltung nicht anders zu helfen zu wissen, als einmalig und zumindest für die Region des Nationalpark Berchtesgaden zum ersten Mal ein Betretungsverbot auszusprechen. Das heißt, einer der wenigen Nationalparke, die noch kein Betretungsverbot hatten, wo für wenige Leute, die tatsächlich von ihrem Betretungsrecht abseits der Wege Gebrauch gemacht haben, das waren nicht viele, bis damals die Backen ins Spiel kamen, ne? Die paar hatten da ein Kleinod, ja? Und das hat sich nicht groß rumgesprochen und die paar, die da unterwegs waren, die haben auch wirklich so gut wie keinen Schaden und wenn überhaupt nur einen winzigen Trampelpfad verursacht, der dann wirklich zu vernachlässigen gewesen ist. Und die waren an allen möglichen Orten unterwegs und haben sich nicht als riesige Truppe, die anstehen muss, um ein Foto machen zu können, vereinigt, sondern waren wirklich immer heimlich still und leise für sich unterwegs und haben nie Schäden im ganzen Bestehen dieser Region, nie Schäden verursacht. Nicht bevor es Nationalpark wurde, nicht nachdem es Nationalpark wurde, aber jetzt eben schon, weil es jetzt einfach zu viele geworden sind. Vielleicht noch ein anderes persönliches Beispiel. Das hier ist jetzt zwar nicht das allertollste Foto, aber das da ist der Bannwald Wilder See bzw. der Wilde See, den wir hier im Hintergrund sehen können im heutigen Nationalpark Schwarzwald. Jetzt war der Nationalpark Schwarzwald ja nicht immer ein Nationalpark, sondern was war früher nur ein Naturschutzgebiet bzw. hier ein Bannwald am Wilden See. Und damals, als da eben noch nicht so viele Leute vorbeigekommen sind, da hat die Nationalparkgründung schon zu erheblich mehr Tourismus geführt, was nicht ganz schlecht ist und ein Stück weit auch beabsichtigt gewesen ist. Von daher möchte ich mich da gar nicht beklagen. Aber was früher möglich war, war mehr oder weniger von der Position, von der das Bild hier aufgenommen ist, in der Hütte hinter dem Fotografen zu übernachten, die da damals stand. Das war natürlich offiziell nicht erlaubt und ich darf das ruhig erzählen, glaube ich, weil das ist eh alles vorbei und vergessen, aber damals ging das. In dieser Hütte, wie gesagt, hinterm Fotografen, konnte man für eine Nacht schlafen, solange man da kein Feuer angezündet hat, und die Chancen, dass dann irgendwelche Ranger, Praktikanten, Ranger, Buftis, FÖJler oder sonstige Mitarbeitende, die Zeit und Bock hatten, des Nationalparks, beziehungsweise damals noch Naturschutzzentrum, ne, da vorbeigeschaut haben nachts und eben diese dort Übernachtenden in der Hütte, wohlgemerkt übernachtenden Gruppen, gefunden haben. Und wir, die wir eben zu dieser autoritären Gruppe gehört haben, also das heißt, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe das selber mal gemacht, haben quasi die Anweisung von ganz, ganz oben gehabt, Leuten, die in dieser Hütte pennen, solange da kein Müll rumliegt, solange da alles gut aussieht,
und solange die kein Feuerchen anzünden, eine gute Nacht zu wünschen und ihnen vielleicht noch ein paar Tipps, wo sie morgen noch langwandern können, zu geben und sie in Ruhe zu lassen. Also es war natürlich nirgendwo stand offiziell, dass man da übernachten darf, aber es wurde geduldet und es ist dabei nie was Schlimmes passiert. Überhaupt nur Gruppen, die mal ein Feuer angemacht haben, habe ich zu meiner Zeit da nie erlebt und es konnte mir auch keiner sagen, wann das letzte Mal vorgekommen sei von den Kollegen vor Ort. Ja, und das hat funktioniert. Warum? Weil es eben klein gehalten wurde, weil es ein Ort war, der noch nicht allzu sehr überrannt gewesen ist und weil einfach es nur wenige Interessenten gab, sowas zu machen. Und auf Social Media ist das nie beworben worden. Es gibt kein einziges YouTube-Video, soweit ich weiß, und auch nicht bei TikTok und so weiter, das jemals eine Übernachtung in dieser Hütte gezeigt hat. Zumal die Hütte jetzt gar nicht mehr existiert. Ne? Also es ist sowieso hinfällig. Und jetzt darf man natürlich da auch auf keinen Fall mehr lagern. Wird auch ausdrücklich per Schildern darauf hingewiesen. Es gibt auch keine Sonderregelung mehr. Und es soll sich bitte auch jetzt keiner, der da pennen möchte, darauf berufen, dass ich gesagt hätte, es gäbe eine Sonderregelung. Nö, die gab es bis 2014 oder sowas um den Dreh. Und danach wurde es voller und voller und dann war es unmöglicher und unmöglicher, das mal zu nutzen. Und da ich selber mit hochoffizieller Billigung auch schon ein paar Nächte direkt am See verbracht habe in dieser Hütte, kann ich sagen, das war magisch. Insbesondere morgens, wenn dann der Nebel vom See aufsteigt. Absolut toller Ort, vielleicht einer der schönsten, gerade für Übernachtung damals, heute nicht mehr, die man im Schwarzwald überhaupt haben konnte. Ja? So, und das bringt uns zu einem großen Problem, das einfach generell beim Naturschutz besteht, nämlich die Natur verträgt nach Meinung vieler meiner Kollegen, inklusive meiner, eine gewisse Menge von Leuten, die drin rumstapfen. Ja, und irgendwann ist diese Menge einfach zu groß, dass es dann wird es unmöglich, dass da eben nicht irgendwelche Schäden passieren. So, ein zwischendurch Beispiel habe ich noch als wunderbar hier hervorragend unkenntlich gemachte mit meinen krassen EDV-Skills Variante dieses Bild. Ne, ist Teil von drei Bildern, die ich noch zu einem Beispiel bringen möchte. Und zwar ist das am Irgendwosee im Irgendwoland. Bayern, wo die Ranger, also es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, ich will das gar nicht weiter ausfinden, ihr könnt es rausfinden, welcher See das genau ist, es hilft euch noch nichts, aber egal. Jedenfalls stehen hier die Ranger, sie links, die ganz linke ist auch die, also weiß ich nicht, ob sie ganz links ist von der Einstellung. Entschuldigung. Aber die beiden Damen im Vordergrund, das sind die Rangerinnen und die zwei Menschen im Hintergrund sind die potenziellen Camper, die ganz offensichtlich hier mitten im Naturschutzgebiet an einem wunderschönen See übernachten wollen, was man auf den ersten Blick natürlich sofort erkennt, weil beide eine fette Isomatte am Rucksack haben. Also, was lernen wir daraus? Wenn du wild campen willst, dann nimm gefälligst Ultralight-Equipment, weil da könntest du auch ein stinknormaler Tageswanderer sein und hast trotzdem Übernachtungsausstattung im Rucksack drin. Oder jeder Ranger erkennt natürlich sofort, dass du offensichtlich hier was Böses vorhast. Deswegen sind die zwei auch angequatscht worden und haben sich dann einsichtig gezeigt oder haben es zumindest behauptet. Originalquelle findet ihr auch wieder unten verlinkt. Das ist ein Video vom ich glaube, Bayerischen Rundfunk mehr oder weniger. Und ja, natürlich tun sie dann so, als wären sie einsichtig. Aber wenn die schon vorhatten, mitten im Naturschutzgebiet zu kampieren, dann sind die nicht einsichtig. Das müssen die vorher auch schon gewusst haben. Also ich nehme das denen überhaupt nicht ab, dass sie jetzt auf einmal, wo sie von den Rangern angesprochen worden sind, jetzt plötzlich feststellen, ja, vielleicht sollte man die Natur in ihren Rückzugsorten, wo sie besonders geschützt ist und wo besonders seltene Pflanzen und Tieren vorkommen, ja doch eventuell respektieren. Aber wenn ich nicht erwischt worden wäre, wäre es mir scheißegal gewesen. Ja, und das Resultat sieht dann folgendermaßen aus. Hier nehme ich ein weiterer Mitarbeiter vom Naturschutzzentrum mit im Hintergrund, den sieht man nicht richtig, dem örtlichen Jäger, die feststellen, dass die Wiese, die hier tatsächlich seltene hochalpine Pflanzen oder zumindest alpine Pflanzen aufweist und wirklich dringend notwendig ist, dass man diese besondere pflanzliche und Insektenvielfalt auf dieser Wiese wirklich auch ein bisschen schützt, die längst nicht selbstverständlich ist und wirklich nicht überall vorkommt. Da wird jede flache Stelle sofort als Zeltplatz auserkoren. Und was passiert, wenn da regelmäßig gezeltet wird, kann jeder, der auch keine Ahnung von Botanik hat, hier sofort erkennen, dass wir hier quasi ein Stück
gefühlt gemähten Rasen haben, der einfach so platt gelegen ist vom ständigen Zelten oder sei es auch nur Biwakieren, dass es im Grunde Wurst ist, ob das noch mehr Leute machen. Aber wenn das noch mehr Leute machen, dann ist die Stelle voll und dann kommen noch mehr Leute und die wollen eine andere Stelle haben und die sieht dann so aus. Und dann nimmt das Ganze irgendwann seinen Lauf und da gibt es im Übrigen noch nicht mal einen Wald in der Nähe. Das heißt, das Holz, was die da verbrennen, ist von weit weg hergekarrt worden, weil man halt ja unbedingt noch ein Lagerfeuer braucht, wenn man da illegal pennt. Und dafür sind sehr, sehr langsam wachsende alpine Gehölze platt gemacht worden, beziehungsweise der Unterbau von den alpinen Gehölzen. Ich gehe mal davon aus, dass man hier kein grünes Holz verwendet haben wird, weil das brennt ja eh nicht. Aber es ist halt doch auf die Dauer ein gewisser Austrag von Holz und dann findet irgendwann keiner mehr Holz. Aber der Kerl, der in der Gruppe unterwegs ist, der vielleicht seine Olle beeindrucken möchte, muss jetzt unbedingt Feuer machen, um sich zu profilieren und wird sich dann halt irgendwelchen dummen Scheiß einfallen lassen, um da jetzt unbedingt Feuer machen zu müssen. Ja, und das wirklich an einem gut einsehbaren Ort, wo die Ranger im Prinzip bloß ein paar Stunden rumstehen müssen und ein Kamerateam dabei haben und trotzdem ihnen ein paar Leute über den Weg laufen, die ganz offensichtlich hier Böses vorhaben. Und diese Spuren, wie jetzt zum Beispiel eben diese Feuerstelle, zeigen ja wirklich ganz eindeutig, dass das einfach viel zu viel geworden ist. Und Tendenz ist einfach zunehmend, dass man da einfach ein Auge zudrückt. Es kostet übrigens in diesem Naturschutzgebiet 400 Euro, wenn man da beim Übernachten gefunden wird. Und was auch ganz spannend ist, aus dieser Doku geht hervor, das benutzen sie natürlich nur, um Wildtiere aufzuspüren, dass die Ranger inzwischen Infrarot-Ferngläser haben, mit denen man jeden noch so gut getarnten Stealth-Camper, es sei denn, der hat hier so einen Anti-Infrarot-Schlafsack, aber ob der so gut funktioniert, also so Militärausrüstung, weiß ich jetzt nicht, aber egal, jedenfalls damit können sie wirklich fast jeden Camper erwischen und wenn das nicht aufhört oder nicht besser wird oder immer schlimmer wird, dann wird von Seiten der Behörden wahrscheinlich irgendwann nur noch der Schritt in Richtung, na gut, dann setzen wir jetzt mit moderner Technik eine entsprechende Kontrolle um und bitten hier jeden mit 400 Euro zur Kasse, der hier noch nächtigt. Das zeigt dann wahrscheinlich relativ bald dann doch Wirkung, wenn sich rumgesprochen hat, wie häufig da schon jemand verknackt wurde und dass man quasi keine Chance hat, da zu pennen, ohne erwischt zu werden. Eigentlich hätten Ranger auch noch ein paar andere Sachen zu tun, die auch noch wichtig für den Erhalt ihres Schutzgebiets wären. Andererseits bei diesem Störungsdruck, der da herrscht, ist tatsächlich die sinnvollste Zeit, der sinnvollste Zeiteinsatz und die sinnvollste Tätigkeit, die du da als Ranger machen kannst, Leute verknacken, die sich im Naturschutzgebiet nicht benehmen können. Ne? Draußen pennen ist ja kein großes Problem, wenn es in irgendeinem Stück semi-natürlicher Natur erfolgt. Ich habe auch überhaupt nichts und propagiere das ja auch immer gegen im Wald schlafen und solche Späße, aber halt einfach nicht im Naturschutzgebiet. Das sind 3,5% der deutschen Landesfläche. Ja, je nachdem, wo man sich befindet, mag das ein bisschen mehr sein, weil man dummerweise in einem Ballungsraum wohnt und das bisschen Natur drumherum, was es um den Ballungsraum gibt, dann halt eben besonders streng geschützt ist, damit es noch weiterhin ein bisschen Natur um den Ballungsraum drumherum geben kann. Wenn er nämlich nicht geschützt wäre, wäre er schnell weg. Dann muss man halt ein bisschen weiter wegfahren, wenn man halt nun mal das Pech bzw. die Entscheidung getroffen hat, gerne in einem Ballungsraum wohnen zu wollen. Ja? Oder man muss halt umziehen, was die meisten Jobs nicht zulassen, aber das ist halt eben nun mal der Preis, den du dafür bezahlen musst, dass du da wohnst, wo alle anderen auch wohnen. Und dann kannst du nicht wie alle anderen auch erwarten, dass dir jetzt ein Stück Natur gehört, irgendwo, wo jeder Dödel in der Natur rumrennt und pro Quadratmeter 18 Leute jeden Tag vorbeirennen und drüber trampeln und den Fuchs und den Hasen beim Gute-Nacht-Sagen stören. Daher, ja. Es nervt mich schon ein kleines bisschen, einfach diese Intoleranz und dieser Glaube, das sei schon nicht so schlimm. Weil man ist ja nicht der eine, der da ist, sondern die anderen sind auch da. Das ist immer das, was du nicht vergessen darfst. Wenn du der Einzige wärst, wäre es egal, aber ist nicht so. Ist einfach schlicht und ergreifend nicht mehr der Fall. Nicht mehr seit besonders schöne Orte für Instagram-würdige Fotos eben über Instagram jedem bekannt sind, der Instagram hat. So, und das bringt uns zum dritten und letzten Beispiel und zu dem, wo jetzt konkret der Fritz nochmal ins Spiel kommt. Denn der Fritz ist Bootfahren in Tschechien gewesen, war aber nicht in Tschechien oder Polen oder was auch immer er gesagt hat, sondern in Deutschland. Und zwar an einem See, der dann eben von der Community erkannt wurde.
Ja, ich hatte das jetzt eigentlich den Fritz schon kurz im Intro erwähnt, habe ihn da aber wieder rausgeschnitten, beziehungsweise meine Meinung dazu, weil ich dachte, das passt jetzt thematisch vielleicht doch besser hier hinten her, wo es jetzt ohnehin um das Beispiel Fritz Meinecke geht. So, grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich keine persönlichen Probleme mit dem Fritz Meinecke habe. Eigentlich gar nicht. Ich finde ihn sogar eigentlich recht sympathisch. Im Regelfall, ja, hin und wieder sind ein paar Äußerungen dabei, die ich jetzt so nicht formuliert hätte. Und hin und wieder macht er halt ein paar Dinge, beziehungsweise geht an Orte, wo es für den allgemeinen Naturschutz halt besser wäre, wenn da keiner hingeht. Das weiß er sicherlich auch irgendwie. Ich meine da auch eine gewisse Einsicht zu erkennen, wenn man sich dann die entsprechenden Statements zu dem Thema anhört. Genervte Einsicht, aber doch irgendwie Einsicht und eine gewisse Genervtheit kann ich da auch nachvollziehen und das ist mir jetzt auch nicht ganz unsympathisch, zumindest, wie gesagt, ich persönlich. Ich meine da ein bisschen Einsicht zu erkennen. Außerdem hat er jetzt in den letzten Tagen, was heißt in den letzten Tagen, ist auch schon wieder ein Weilchen her, auch quasi selber einen Lösungsansatz geliefert und das Problem auch ganz gut beschrieben. Quelle dazu in der Videobeschreibung, das jetzt halt eben besteht und damit bin ich da eigentlich mit allem fein, ne? Also auch wenn ich jetzt noch ein paar kritische Worte finde, weil Fritz Meinecke ist halt nun mal der größte Outdoor-Influencer, den wir haben in Deutschland und damit hat er eine gewisse Wirkung auf Leute. Und ob er das möchte oder nicht, ist das halt jetzt nun mal so. Wahrscheinlich möchte das nicht unbedingt immer haben, könnte ich mir vorstellen. Aber ist nun mal Tatsache, ne? Und ein Fakt. Und drum finde ich das einfach im Rahmen dieses Beitrags eben zu den Auswirkungen von Influencern bzw. eben Social Media auf den Naturschutz eben dann auch ein schönes Beispiel, sich halt da mal den größtmöglichsten Einflussnehmenden, also Influencer, rauszusuchen. Aber nochmal, ich habe nichts gegen den Fritz. Ich teile mit ihm eine gewisse Begeisterung für entlegene Orte, eine gewisse Begeisterung für die Natur als solche, eine gewisse Freude am Abenteuer ist bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeprägter als bei mir, aber das kann ich schon alles nachvollziehen. Und zumindest habe ich bisher noch nichts gesehen, jetzt so rein vom Umweltschutzaspekt her, wo er mal so richtig daneben gelangt hätte. Also mal so eine richtig schlimme Sache in Sachen Natur kaputt machen und so weiter und so fort gemacht hätte. Also vom Naturressourcennutzen her und ein bisschen Hütte in den Wald bauen und so weiter und so fort. Und selbst das Grubenhaus, was er da mal zusammengezimmert hat, das war ja wenigstens aus verrottenden Materialien und das fällt dann irgendwann wieder in sich zusammen. Und das ist also alles wirklich jetzt nicht so schlimm. So was von dem, was ich gesehen habe. Ja, wenn ihr jetzt den Fritz gar nicht mögt, ich weiß, da gibt es ein paar auf meinem Kanal. Dann habt ihr da sicher eure Gründe für, ist ja auch eure Sache. Und aber im Großen und Ganzen herrscht da bei mir schon eine gewisse Sympathie vor. Und das war mir jetzt einfach nur mal gerade noch mal wichtig, das kurz noch mal erwähnt zu haben, damit das jetzt alles nicht viel zu negativ klingt. Ja, damit weiter im Text. Die Fritz-Community umfasst ja nicht nur Fritz-Fans, sondern auch Leute, die eben nach Möglichkeit immer rausfinden wollen, wo der Fritz ist, um gegebenenfalls dann Anzeigen zu schreiben, um den Fritz anzuzeigen, dass er da nicht hätte sein dürfen. Ob das jetzt menschlich nachvollziehbar ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht groß beurteilen. Tatsache ist, dass in Deutschland eben das Juristereisystem durchaus darauf basiert, dass jeder jeden anzeigen kann, wenn er dafür einen Grund sieht. Sehr sympathisch ist das sicherlich nicht, das Denunziantentum und reicht mit dem Anzeigenhauptmeister. Selbst ich wohne nicht so sehr unterm Stein, dass ich nicht dessen Existenz mitbekommen hätte. Vielleicht groteske Züge, aber ist eben Teil unseres Jurasystems, ne? Also die deutsche Rechtsstaatlichkeit funktioniert so, dass insbesondere für immaterielle Güter wie den Schutz der Natur vor unbefugtem Betreten jeder eben jeden im Grunde verpetzen kann, der da eben das Recht der Natur nicht betreten zu werden sozusagen bricht. Und jetzt gibt es Menschen, grundsätzlich zähle ich mich da auch dazu, auch wenn ich in diesem Fall jetzt wirklich auch gesagt hätte, ja, das ist so ein kleines bisschen ein Fauxpas, da kann man jetzt ein Auge zudrücken. Aber das muss man ja nicht zwingend tun. Und es gibt jetzt Menschen, die sich eben ein Stück weit zur Aufgabe gemacht haben oder es nachvollziehen können, dass eben da die Natur selber keine Anzeigen aufgibt bzw. anzeigt,
das halt für die Natur zu übernehmen. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, nur derjenige, dem das Grundstück gehört, hat das Recht, denjenigen anzuzeigen, der sich auf dem Grundstück unberechtigterweise herumtreibt. Aber was ist denn mit Grundstücken, die eben wirklich niemandem gehören, Naturschutzgebiet und sich selbst überlassen sind und wo eigentlich nur die Tiere, Pilze und Pflanzen ein Zuhause finden sollen? Wer kümmert sich um die? Da kann ja dann im Grunde, weil sie niemandem gehören, jeder auch Schindluder treiben. Und in dem Moment, wo jeder da machen kann, was er lustig ist, ist es mit der Ruhe und der Tatsache, dass da Wildnis herrscht und dass der Grund ist, weshalb ein Fritz Meinecke da überhaupt hin möchte oder zumindest mit einer der Gründe sicherlich gewesen sein mag, wenn ich das unterstellen darf, ist nur so lange der Fall, wie halt eben auch der rechtliche Status eines Schutzgebietes dazu führt, dass da eben keiner hin darf, dann auch wirklich jeder sich dran hält und keiner wirklich hingeht, damit da diese Wildnis, das letzte bisschen, was es da noch irgendwo gibt, wo ein Fritz Meinecke noch seine Ruhe haben kann, ohne eben, dass jemand an sein Auto klopft und ein Selfie haben möchte. Dass es diese Orte noch gibt, liegt am Naturschutzstatus zum Teil. Ja, es gibt also ganz viele Beispiele, wo auch gerade solche Inseln prominent auf irgendwelchen schönen Seen, wo man wunderbar Kanu, Faltboot oder was auch immer fahren kann, gelegen, dass die nicht betreten werden, liegt nur am Naturschutzstatus. Ja, jeder, der da mit dem Boot vorbeifährt, hätte wahrscheinlich Bock, auf so einer Insel mal Päuschen zu machen, sich da eine Parkbank hinzustellen, gegebenenfalls da zu zelten, zu übernachten, ein paar Fische zu fangen und so weiter und so fort. Das ist super romantisch und extrem attraktiv und würde viele Outdoor Nasen durchaus anziehen. Die meisten von ihnen ohne Kamera, aber da gäbe es garantiert tausende Interessenten, mich eingeschlossen, die auf so ein Abenteuerchen bzw. so eine schöne Zeit auf der Insel durchaus mal Interesse hätten. So, und eben, weil es die gibt und jeder von denen das gleiche oder eben kein Recht haben sollte, diese Insel zu betreten, ist es halt irgendwo sinnvoll, dass da für alle eben dasselbe gilt. Und klar, der Erste, der das macht, richtet noch keinen Schaden an. Der Zweite, der das macht, richtet auch noch keinen Schaden. An. Der Dritte, der das macht, der richtet langsam Schaden an und dann wird es immer mehr, je mehr das werden und irgendwann ist dann das letzte bisschen Natur der Grund, weshalb man überhaupt, also der Erste, der das gemacht hat, die Insel betreten hat, weg. Und das ist so im Wesentlichen der Hintergrund, weshalb eben auch der Erste, der da ankommt, schon eine Rolle spielt, zumindest ethisch, moralisch und wegen der Vorbildfunktion, die er, und das kann man jetzt sagen, ich bin kein Vorbild, ich will auch kein Vorbild sein und niemand soll mich als Vorbild betrachten, basta. Und jetzt mache ich weiter öffentlich wirksam Scheiß und kleine Kinder gucken sich das an oder auch nicht so ganz kleine Kinder, aber geistig noch nicht gefestigte junge Menschen und machen das nach und ich weise alle Schuld von mir, weil ich ja gesagt habe, dass ich kein Vorbild bin. Und damit bin ich es ja jetzt nicht mehr, weil die Tatsache, dass du gesagt hast, dass du kein Vorbild mehr bist, also ich meine jetzt nicht konkret Fritz, andere Leute kommen mir da eher in den Sinn, aber die Tatsache, dass du gesagt hast, dass du kein Vorbild bist, sorgt dafür, dass du jetzt nicht mehr darauf Rücksicht nehmen musst, ein Vorbild zu sein. Und das große Problem ist, dass die meisten Leute davon ausgehen, die sich mit mit Gedanken und Denken beschäftigen, dass eine Vorbildfunktion nichts ist, was man ablegen kann, indem man sagt, man möchte es nicht haben, sondern mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Ja? Wenn dir viele Leute bei deinem Tun zugucken, werden sie von deinem Tun beeinflusst, insbesondere wenn sie dich als den großen Kumpel aus dem Internet quasi wahrnehmen oder den kleinen Kumpel oder den jungen Kumpel oder welchen Kumpel aus dem Internet auch immer, aber irgendwie eine Identifikationsfigur, gerade in einer Zeit, die durch Corona sicher verstärkt wurde, wo wir Identifikationsfiguren gar nicht mehr so sehr in unserem persönlichen Umfeld, sondern größtenteils eben im Internet suchen, insbesondere für junge Menschen. Und das erzeugt immer Einfluss, ja, wie der Name Influencer schon sagt, ein Einflussnehmer. Und auf der einen Seite lebt der Influencer genau davon, dass er Einfluss nimmt, leben kann. Und weil er Einfluss nimmt, wird er dafür bezahlt, zum Beispiel zu sagen, trinkt Maltodextrinwasser mit ein bisschen Milchpulver und dann werdet ihr total satt oder sowas in die Richtung. Ne? Winkt mit dem Zaunpfahl, alles gut. Und dafür würde er halt nicht so gut vermutlich bezahlt werden, wenn er halt dann keinen großen Einfluss nehmen würde. Und diesen Einfluss von wegen auf den Konsum von Leuten, die Maltodextrinwasser trinken sollen, den nimmt man gerne in Kauf und baut ihn aus. Aber schuld sein, wenn andere Leute einem ins Naturschutzgebiet hinterherrennen, das möchte man dann wiederum nicht und weist da dann eben den Einfluss, den man nun mal hat mit großer Reichweite, gerne von sich. So, und das ist jetzt eben einfach ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt. Wer ist schuld, wenn er dem Fritz ins Naturschutzgebiet hinterher rennt? Ist der Fritz schuld
Oder ist es allein die Schuld der Idioten, die ihm hinterher rennen und jetzt auch in dieses Schutzgebiet müssen, um den Boden zu küssen, dessen den der Fritz vorher mit Füßen getreten hat oder gar mit den Backen berührt oder sowas in diese Richtung, falls es solche Auswüchse auch schon annimmt, was mich ehrlich gesagt nicht mal wundern würde. Und ja. Und das ist jetzt eben schwierig zu beantworten. Und da kann man jetzt so oder so an die Sache herangehen. Und wahrscheinlich wird der Fritz der Meinung sein, nee, die sind schuld. Und Leute, die den Fritz anzeigen, werden der Meinung sein, nee, der Fritz ist schuld. Tatsache ist jedenfalls, dass da noch eine zweite Komponente, wenn große Influencer sich gegen Naturschutzbetretungsrecht durchsetzen oder eben an sonstige Orte gehen und hinterher diese Orte publik machen, dadurch, dass sie da gewesen sind, die nicht viele Menschen vertragen können, wohlgemerkt, solche Orte. Da gibt es noch das große Problem, dass das weiterhin noch so ein bisschen das Geschmäckle hat, das einigen Menschen einfach nicht passt, weil nur durch die große Reichweite eine eigene Juristerei sozusagen entsteht, beziehungsweise Fritz verdient mit berufsmäßigen Ordnungswidrigkeiten Geld. Oder hat er zumindest eine Zeit lang. Ja? Das ist so. Ja, das tut mir jetzt leid, Fritz, aber das ist eine Tatsache. Und Menschen, die das nicht tun und viel Aufwand, so wie ich, betreiben, um das auf ein Minimum zu begrenzen, beziehungsweise eben wirklich auszuschließen, nervt uns ein wenig, wenn du da drauf scheißt. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass das Betreten eines Naturschutzgebietes, allein betreten, solange du da nicht mutwillig Sachen kaputt machst, indem du Benzin auskippst und anzündest und solche Späße, immer nur eine Ordnungswidrigkeit bleibt. Und eine Ordnungswidrigkeit kostet halt von 40 bis maximal ein paar tausend Euro, solange es eine bleibt. Es kann natürlich noch mehrere aufgelistet werden, theoretisch. Dann wird es irgendwann auch noch teurer. Aber das ist für einen Multimillionär wie einen Fritz Meinecke halt eben Peanuts. Und damit kann im Grunde, anders als andere Menschen, ein Fritz Meinecke so viel in Naturschutzgebieten rumrennen, wie er lustig ist, damit sogar noch Geld verdienen. Wahrscheinlich wird ein entsprechendes Video mehr Geld generieren, als die das Bußgeld jemals kosten kann. Und damit gilt quasi so ein bisschen, reiche Leute können in der Natur anstellen, was sie lustig sind, solange es keine Straftat ist, und das damit sogar noch Geld verdienen. Und das ist unfair. Und das ist vor allen Dingen schlimm, weil dann eben die Natur auf diesem Wege ein Stück weit ausgebeutet wird. Und das ist ethisch-moralisch schon etwas, was Leuten gegen den Strich gehen kann. Und damit habe ich auch so ein bisschen meine Probleme. Und ich denke, dass das so mit einer der wesentlichen Faktoren ist, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man zu Recht erstmal zur Kenntnis nimmt, dass das bisschen mit dem Waldboot durch Schilf fahren, was der Fritz da gemacht hat, nicht weiter dramatisch gewesen ist. Das Schlimmste, was da hätte passieren können, bei dieser einen Aktion, wenn man jetzt die Vorbildfunktion in Anführungszeichen jetzt mal weglässt, wenn es niemand erfahren hätte, dann wäre das Schlimmste, was da passieren hätte können, dass er ein Rohrtrommelnest oder sowas in der Richtung kaputt macht, weil er tatsächlich blöd genug ist, und das ist er bestimmt nicht, also beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, das hätte er gesehen. Der döst so sehr dann doch nicht durch die Gegend, also kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er absichtlich bzw. ein Rohrtrommelnest dabei kaputt gemacht hätte, bei dem bisschen durch Schilf. Außerdem war es wirklich nicht weit, das ist ja alles gefilmt, und das bisschen da drin rumstapfen in diesem Naturschutzinselbereich und so weiter und so fort, das wird auch keine Tiere im größeren Stil getötet haben. Allenfalls mussten sie ein bisschen ausweichen, das mit Sicherheit, sind hinterher wieder zurückgekommen, und jetzt kann man sich auch trefflich streiten, inwiefern ist es bei einem Tier, dessen natürliches Verhalten Flucht ist, schlimm, wenn es dieses natürliche Verhalten auch mal ausleben muss. Und ich würde sagen, nicht. In einem gewissen Umfeld, ja. Aber es kann natürlich sein, dass die Störung so schlimm wird, dass störungsintensive, insbesondere Vögel, nur noch am Wegfliegen und nur noch am Flüchten sind und einfach gar nicht mehr die Zeit haben, weil sie ständig wegfliegen und flüchten müssen, um ihre Küken zum Beispiel zu füttern. Und damit geht der Bestand zugrunde, wenn die sich nicht reproduzieren können. Die Lebenserwartung ist auch nicht super lange, und dann sterben sie einfach irgendwann an Altersschwäche, und damit ist der Bestand an diesem Ort ausgestorben. Und das wollen wir nicht. Und das wäre dann doch eine starke Beeinflussung der Natur dafür, dass Fritz Meinecke mit seinem Video, weiß ich nicht wie viel, aber viel Geld entsprechend auf Kosten der Natur ein Stück weit verdient hat. Ja? So, und das klingt jetzt nach ganz vielen bösen Vorwürfen dem Fritz gegenüber. Das ist es ein Stück weit natürlich auch, weil ich das auch wirklich nicht als okay empfinde, bei aller persönlicher Sympathie, die da möglicherweise trotzdem noch vorhanden sein mag. Ist sie auch, aber
auch jemand, der mir grundsätzlich sympathisch ist, kann Scheiße bauen. Und dann kann ich auch sagen, dass ich das Scheiße finde, was da gebaut wurde. Ne? Und in diesem Fall ist es auch juristisch einfach schlicht und ergreifend verboten und falsch. Und das hat gute Gründe. Und letzten Endes muss irgendwer sich darum kümmern, eben die Interessen auch der Natur zu vertreten. Und da wir nun mal unterbesetzte und überforderte Behörden haben, die dafür eigentlich zuständig wären, die ihrer Aufgabe nicht nachkommen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, die Behörden schaffen es nicht, dann braucht es keiner tun. Dann ist es halt einfach so, dass niemand Naturschutzgebiete überprüft und sich um die Einhaltung der entsprechenden Regeln kümmert. Das ist dann einfach so und dann kann da ja jeder machen, was er lustig ist. Damit ist aber der Natur letzten Endes nicht geholfen. Ja? Natürlich wäre es Aufgabe des Staates, da mehr Leute einzusetzen, die sich darum kümmern. Dann wäre es auch weniger schlimm, wenn die Leute, dessen Job es ist, einen Fritz dabei zu entdecken, wie er da im Schilf unterwegs ist, ihn dabei entdecken. Und es wirkt natürlich unsympathischer, wenn hingegen irgendwer von außerhalb ihn dafür anzeigt, was man ja dann irgendwo ein Stück weit als Denunziantentum durchaus bezeichnen kann. Jetzt ist nur die Frage, wann ist Denunziantentum gerechtfertigt? Ha? Wenn du einen Missstand, der viele Leute betrifft, beziehungsweise etwas betrifft, was ich nicht wehren kann, wie eben die Unversehrtheit eines Naturschutzgebietes, wenn das anders nicht geht, ist dann es nicht vielleicht irgendwie ethisch-moralisch in Ordnung, dass irgendjemand, der sich dazu berufen fühlt, ob es nun ist oder nicht, dann einschreitet und für den Schutz des Naturschutzgebietes eintritt, weil es die Behörden verpennt haben? Oder ist es wichtiger, dass es grundsätzlich kein Denunziantentum gibt, dafür die Natur vor die Hunde geht und sich keiner drum kümmert, aber es gibt keine Denunzianten? Ist die Welt dann wirklich besser dran? Und ich persönlich bin der Meinung, auch wenn ich jetzt selbst in diesem Fall jetzt keine Anzeige erstattet hätte, weil es mir dann doch dafür ein bisschen zu klein ist, das Problem. Andererseits aber die Summe von Übertretungen, die der Fritz sich regelmäßig leistet. Er hat ja auch zugegeben, dass er für gefühlt jedes zweite Video, was er macht, angezeigt worden ist. Da muss man schon sagen, bei diesem gewohnheitsmäßigen und gewerbsmäßigen Übertreten vom Naturschutzrecht, verstehe ich schon, dass manchen Leuten das so sehr auf den Keks geht, also kann ich emotional nachvollziehen, denen die Natur emotional wiederum so sehr am Herzen liegt, dass sie eben nicht hinnehmen wollen, dass Fritz auf Naturschutzrecht scheißt. Und daher, um jetzt zur Quintessenz zu kommen, finde ich letzten Endes, ich habe das ja am Anfang angedeutet, die Lösung, zu der der Fritz jetzt selber gekommen ist, ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. Weil wenn er jetzt nur noch ins Ausland geht, um da sein Krempel zu machen, hat das den großen Vorteil, dass die Chancen, dass wenn der Fritz in Sibirien in irgendein Naturschutzgebiet reindackelt, wo er sich nichts aufzuhalten hat und von mir aus in Sibirien dafür ein paar Rubel Strafe zahlen muss, also vermute mal, dass er in nächster Zeit nicht nach Sibirien möchte, aber es ist das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Wie auch immer jedenfalls, dann haben die da was verdient und die Chancen, dass jetzt die ortsansässigen Sibirianer auf die Idee kommen, unserem deutschen Fritz jetzt das Betreten ihres Naturschutzgebietes nachzumachen. Am besten durch einen Sumpf und in irgendeinen Matsch oder sowas, wo kein normaler Mensch hin möchte, außer dem Fritz. die Chance, dass das passiert, schätze ich als relativ gering ein. Ja? Und die Chance, dass irgendwelche Leute aus Deutschland jetzt nach Sibirien fahren, um da unbedingt den Boden zu küssen, auf dem der Fritz gelaufen ist, halte ich auch für so gering, beziehungsweise die paar, die das machen, werden so wenige sein, dass der Nutzen, den der Fritz mit seinen durchaus ja auch für manche Leute inspirierenden Videos zum Thema geht mal in die Natur und erlebt da was, was für viele junge Menschen ja auch was Gutes ist, was ich durchaus unterstützenswert finde, Und was sicherlich einigen Menschen auch echt im Leben weiterhilft, wenn sie eben vom Fritz unter anderem, vom Fritz geinfluenzt werden, mehr in die Natur zu gehen und dadurch vielleicht auch irgendwann überhaupt erst zum Naturschützer zu werden oder überhaupt erst zu kapieren, dass das, was man da durch Anwesenheit schon ein paar Mal kaputt gemacht hat, aber doch irgendwas ist, das man langfristig erhalten möchte und sie dann erst überhaupt begreifen, dass Naturschutz nicht einfach nur irgendwas ist, was sich irgendwelche Sesselpupser ausgedacht haben, sondern eben im Interesse von uns allen liegt, wenn wir dann selber ein eigenes Interesse am Erhalt der Natur haben. Und drum finde ich, wie gesagt, eben die Fritz geht halt ins Ausland und macht sein Zeug da. Keiner kann es nachmachen, weil es zu weit weg ist aus dem deutschsprachigen Raum. Und letzten Endes finde ich das eine gute Lösung.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann muss er aber jedes Mal CO2 ausstoßen, um dahin zu fliegen. Aber der erzeugt so viele Millionen von Aufrufen, teilweise mit seinem Krempel, oder zumindest so viele Hunderttausend, dass man im Vergleich zu einer Naturdoku, bei der viele Leute in der Gegend rumgeflogen sind, ein Kameramann und ein Tonmann und dann noch ein Regisseur und was weiß ich, wer da noch alles beteiligt war und mehrere Kameramänner und das Ganze über Wochen und Monate gedreht wurde, bla blub und so weiter. Da ist der Produktionsaufwand ein Fritz und sein Kameramensch und vielleicht noch irgendein Kumpel oder mit wem auch immer da genauer unterwegs ist, im jeweiligen konkreten Beispiel in diese Gegend zu bringen, ist der Produktionsaufwand erheblich geringer, selbst wenn die da jedes Mal mit dem Flieger hinfliegen müssen. Und da steht Nutzen, nämlich Unterhaltung und bestenfalls Inspiration für viele, viele Leute. Und der CO2-Fußabdruck, den die Produktion dieses Gedöns gehabt hat, stehen da in einem Verhältnis, wo ich sagen muss, dass der Produktionsaufwand gegebenenfalls durchaus gerechtfertigt ist. Wenn man sich im Vergleich dazu irgendeinen Hollywood-Blockbuster anguckt, der gegebenenfalls vielleicht sogar weniger Leute dazu inspiriert, irgendwas Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen, ist das gerechtfertigt, finde ich persönlich. Aber das dürft ihr auch gerne anders sehen. Und drum war ich zuerst auch so ein bisschen, auch Fritz muss das sein, aber andererseits ist mit seinem jüngsten Statement, ich verlinke es, wenn ich es finde, dass er da eben jetzt halt für solche Sachen ins Ausland geht und im Grunde mit der Situation aber ganz fein ist und das für ihn auch okay ist, bin ich damit auch okay. Ja? Und finde, damit können wir im Grunde eigentlich alle okay sein. Und das ist tatsächlich eine relativ gute Lösung. Also gerade für ganz große Influencer, dass man es dann einfach ins Ausland verlagert. Ja, weil es ist tatsächlich so, dass Fritz wahrscheinlich in Deutschland so ziemlich nirgendwo irgendwas machen kann, wo es einigermaßen schön ist, ohne entdeckt zu werden. Oder hinterher, dass jemand das Videomaterial kennt und ihn dann anzeigt und so weiter. Und dass er da auf ewig keinen Bock drauf hat, ist außer juristischen Gründen erstens nachvollziehbar und zweitens eben auch schön, dass ein Multimillionär eben, obwohl er es könnte, nicht jeden einfach macht, wozu er Bock hat und sich auf die Gesellschaftsordnung scheißt und so weiter und so fort. Ne? Also bin ich wirklich, wie gesagt, insgesamt mit der Fritz geht ab sofort ins Ausland Lösung durchaus einverstanden und sehe das Problem damit als so klein, dass man es nicht weiter besprechen muss an jetzt. Ne? Also daher letzten Endes alles gut. Grundproblem, dass große Reichweite, große Verantwortung erzeugt und nicht alle Leute damit richtig umgehen, bleibt bestehen. Ich muss das Foto mit meinen eigenen Backen auf dem Bild haben. Problematik, die bleibt auch bestehen. Da ist jetzt der Fritz jetzt nicht dran schuld, aber einfach nur mal ein anderes Beispiel noch zu bringen. Und wir werden nach und nach Wege finden müssen, wie wir Influencer und die Natur irgendwie in eine Koexistenz bringen können, ohne dass die Letztere darunter furchtbar leidet. Das wird auf jeden Fall noch eine gewisse Herausforderung. So, da war mein Akku leider leer, aber jetzt machen wir doch einfach noch mal ein kleines Textfeld zur Zusammenfassung. Also, warum zu viele Leute in der Natur irgendwann zum Problem werden? Der erste ist fast immer egal, ne? Das spielt wirklich kaum eine Rolle. Und für eine gewisse Präsenz von potenziellen Feinden hat auch fast jedes Tier, das da draußen irgendwo unterwegs ist, Lösungen parat. Ne? Mal ein Vogel fliegt ein bisschen weg und kaum bist du vorbeigelaufen, kommt er wieder. Das Reh springt ein paar Schritte zur Seite und kaum bist du vorbeigelaufen, kannst da wieder hin. Wenn du irgendwo über Nacht bleibst und der Einzige bist, im weiten Umkreis, dann ist halt die Stelle, wo du halt gerade nächtigst, für diese Nacht fürs Reh tabu, dann geht es halt so irgendwo anders hin und in der nächsten Nacht bist du wieder weg und das Reh kann dann da fressen, wo du letzte Nacht gewesen bist. Ne? Also solange das immer nur ein paar Leute sind, es dürfen auch zwei oder drei oder vier sein, je nachdem wie groß das Gebiet ist, ist es wirklich vertretbar und man kann Wildtieren durchaus eine gewisse Störung zumuten, fast allen Wildtieren, bis auf so ein paar super störungsempfindliche Raritäten, bei denen der politische Wille ist, dass sie bei uns geschützt werden sollen. Beispiel ist Auerwild, Auerhahn, Auerhuhn. Die sind extrem störungsempfindlich, wirklich extrem und brauchen enorme Ruhe und würden, wenn man da jetzt wirklich nicht politisch wollen würde, dass sie diese Ruhe auch bekommen oder zumindest versucht, dass sie diese Ruhe bekommen, hätten die gar keine Chance, nicht auszusterben. Weil ein paar Mal wegfliegen und dann ist der Vogel auch schon verhungert. Die sind super schwer und brauchen unglaublich viel Energie zu fliegen und deswegen ist jede Störung tatsächlich ein größeres Problem. Aber das nur mal so am Rande. Ne? Grundsätzlich gilt immer regelmäßige Störung, regelmäßig durch die Gegend trampelnde Leute, sorgt für kaputte Pflanzen, insbesondere wenn sie dann auch noch überall übernachten, gestörte Tiere,
irgendwann auch Müll, weil irgendwann spricht sich das so weit rum, dass du nicht nur Best of der Outdoor-Community bekommst, die wirklich nur da sein wollen, um zu genießen, keinen zusätzlichen Krach machen, keine Handyspeaker anwerfen, ihren Müll wieder mitnehmen, oder gar nicht erst welchen dabei haben im krassesten Fall, aber die halt wirklich versuchen, so umsichtig wie möglich da zu nächtigen. Selbst die sind irgendwann zu viel, aber wenn dann zusätzlich noch ein paar Arschgeigen dazukommen, die halt keine Notwendigkeit im Wiedermitnehmen des Mülls sehen, und auch noch Feuerstellen anlegen mitten in Schutzgebieten, dann ist halt irgendwo der Punkt erreicht, wo ich selber dann auch jederzeit zum Denunzianten werde und solche Arschgeigen anzeigen würde. Ja, jederzeit. Tatsächlich ist es halt einfach so erfahrungswert und das zeigt auch wirklich die Statistik und jeder Versuch, das irgendwie anders zu regeln. Sobald du irgendwohin darfst, ist da dann auch bald irgendwann jemand. Und sobald viele Leute rausgefunden haben, dass es irgendwo besonders schön ist, sind da dann irgendwann auch viele Leute. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar ein Stück weit, aber sorgt dafür, dass wir dann halt irgendwann gar keinen Ort mehr haben, an dem halt keiner ist. Das hilft uns insofern nicht weiter, weil wir dann halt da auch nicht hin dürfen. Und es ist dann letzten Endes ein immaterielles Gut. Einfach das Wissen, dass es selbst in Deutschland noch Flecken gibt, an denen niemand ist, außer Tiere, Pflanzen und Pilze. Und ich persönlich finde das eine wichtige Sache, aber das darf man theoretisch anders sehen. Die momentane Rechtslage dazu ist, dass es solche Orte geben soll und dass sie eben speziell geschützt sind und du auf den Deckel bekommst, wenn du da hingehen willst. So, jetzt ist es ja furchtbar, dass in Deutschland alles verboten ist. Böses, böses Deutschland verbietet einfach alles. Das böse, böse Deutschland ist aber auch der einwohnerreichste bzw. bevölkerungsdichteste Staat, den wir in Mitteleuropa haben. Und siehe da, auch Länder mit einer deutlich geringeren Bevölkerungsdichte haben auch Naturschutzgebote, haben auch Regeln, an die man sich halten muss und verbieten in bestimmten Gebieten eben auch, dass du da einfach so drin rumlatschen darfst. Selbst Schweden, was ja immer als letzter Wildnis von Europa angesehen wird oder behauptet wird, das sei so. In Polen gibt es auch genaue Beschränkungen. Auch Tschechien hat da durchaus Vorgaben. Die werden vielleicht ein bisschen weniger streng umgesetzt, aber das ist auch einfach nicht schlicht und ergreifend nicht erforderlich, sie super streng umzusetzen, weil es halt auch so funktioniert, weil einfach die Bevölkerungsdichte niedrig genug ist und es scheinbar auch zu wenig tschechische Influencer gibt, die dafür sorgen, dass alle Tschechen an bestimmte Orte rennen, um da 6 Stunden anzustehen für ein Instagram-Foto. Vermute ich zumindest. Vielleicht gibt es das auch in Tschechien, weiß ich nicht, oder Polen oder sonst wo. In Norwegen definitiv, haben wir ja gesehen, eine Trollzunge, Trolltunga. Aber es ist nicht so, dass Deutschland das einzige Land wäre, in dem sowas alles verboten wäre. Schaut euch mal Spanien an. Frankreich hat mindestens genauso viele, ja, vielleicht nicht mindestens genauso viele, aber auch enorm viele Verbote. In den meisten dieser Länder ist ein Draußenpennen auch generell verboten. Wird teilweise toleriert, aber wir haben ja zum Beispiel in Deutschland kein generelles Draußenschlafenverbot. Wir sind da in der Hinsicht toleranter, als man so denken würde. Oder wenn wir uns zum Vergleich mal Österreich angucken, in Österreich darf jeder Privatwaldbesitzer seinen Privatwald für alle sperren, die da seiner Meinung nach nichts drin zu suchen haben. Das betrifft ungefähr die Hälfte der Waldfläche, könnte es zumindest betreffen, wenn jeder Privatwaldbesitzer das so machen würde. In Deutschland ist das unmöglich. Ein Privatwaldbesitzer muss trotzdem dulden, dass Leute zur Erholung Zwecken durch seinen Wald latschen dürfen. Ja, das also sind so Freiheiten, die werden völlig übersehen, wenn dann mal wieder gemeckert wird, wie schlimm das doch bei uns alles ist. Und nochmal, es basiert eben auf der Grundlage, dass wir verdammt viele Leute auf verdammt wenig Fläche sind. Jeder Staat, Rechtsstaat zumindest, mit vielen Einwohnern pro Fläche hat solche Regelungen, damit eben das letzte bisschen an Grün, sofern das dem entsprechenden Staat irgendwie wichtig ist, nicht von jedem überrannt wird. Also da gibt es wirklich logisch nachvollziehbare, gute Gründe dafür, auch wenn in der ersten Trotzreaktion das vielen Leuten nicht passt. So. Und tatsächlich ist es dann meiner Meinung nach eine gute Lösung, wenn große Influencer einfach mehr ins Ausland gehen und darüber berichten, was im Ausland denn so schön ist und Tipps geben, was im Ausland anzugucken ist, weil so furchtbar viele Deutsche, dass es eine riesige Menge wird, die im Ausland all diese Orte angucken, wo wir unsere Influencer zwischengeparkt haben, sozusagen, wird es so schnell nicht geben. Dafür ist Reisen tatsächlich noch zu teuer.
Andererseits, ich sehe schon das Gegenargument getippt werden vom geistigen Auge, dass wenn natürlich viele, selbst wenn es nur wenige Leute sind, aber diese wenigen Leute grundsätzlich überall dahin fliegen, wo ihre Lieblingsinfluencer gesagt haben, dass es besonders schön ist, um da das exakt gleiche Instagram-Posting zu machen, nur mit den eigenen Backen im Bild, dann ist letzten Endes der Schaden schon ziemlich groß, weil jeder Dödel dafür eine Flugreise machen muss. Und das ist jetzt so rein vom Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen her natürlich dann noch schlimmer. Andererseits glaube ich einfach nicht, dass das dann allzu viele sein werden. Ein paar werden sich vielleicht den Wunsch erfüllen, auf dem Berg, auf dem auch ein Fritz mal stand, auch mal gestanden zu sein und dann, ja, keine Ahnung, wen auch immer damit zu beeindrucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu viele sein werden und erfahrungsgemäß, je weiter weg, desto weniger sorgt das eben für Nachwiederholungstäter. Die wird es immer ein bisschen geben. Es sind diverse Leute inzwischen auch bei den Locations von allen Seven vs. Wild Staffeln gewesen und fanden das ganz toll. Und aber ja, meine Güte, da ist ganz dankbar, bin ich ganz dankbar, dass Seven vs. Wild nicht in Naturschutzgebieten oder Ähnlichem stattfindet, zumindest bisher, und dass alles Orte sind, wo du hingehen kannst, ohne größeren Schaden anzurichten, weil es halt eben doch nicht die völlig unberührte Wildnis, wo man alles kaputt machen kann, sobald man einmal da ist. Meistens nicht zumindest, dass sich nicht darüber, ja, darum handelt. Der Satz ist kaputt, egal. So. Das ist es jedenfalls im Wesentlichen. Wenn ihr noch einen anderen Lösungsvorschlag habt, schickt ja Influencer ins Ausland. Habt dann bitte gerne her damit. Ich bin persönlich ein bisschen ratlos. Man wird der Bevölkerung wohl kaum ausreden können, dass sie jetzt Instagrams-Posting machen sollen in der Natur. Das wird nicht funktionieren. Und daher, wer auch immer noch irgendeine Idee hat oder meine Idee furchtbar scheiße findet und mir mitteilen möchte, wieso, mit Begründung bitte, dann immer gerne her damit, würde mich freuen. Und das war jetzt so mein Beitrag zur generellen, immer mehr Leute durch Influencer in die Natur geschickt Debatte. So, tschüss.